So, dann wieder hallo und willkommen zurück zu einem wunderbaren weiteren Video zu Need for Speed Unbound. Wir sind zurück mit einem wunderbaren neuen Drop, liebe Leute. Und der Drop diese Woche ist zumindest ein bisschen interessanter, ein bisschen besser als letzte Woche. Ne? Letzte Woche, der war ja nicht ganz so fancy-mancy. Ihr wisst, wie ich meine, das war nicht ganz so geil. Und heute gibt es nämlich wieder ein bisschen Gameplay. Es gibt nämlich Gameplay zum neuen Modus oder Spielmodus Takeover. Takeover ist ja der Spielmodus, der eben von ASAP Rocky in-game geleitet wird. Also ASAP Rocky veranstaltet die Takeover-Events in der ganzen Stadt verteilt. Und heute haben wir mal ein bisschen Gameplay gesehen, was wir darin denn zu erwarten kann. Wir haben leider noch nicht so viel Infos dazu bekommen, was Takeover genau ist. Außer, dass es mit sehr viel Style zu tun hat. Aber das hat gefühlt alles nie, was wieder am Bauen hat, sehr viel mit Style zu tun, ist mir aufgefallen. Da wurde noch nicht viel zu erklärt, aber wir haben ja Ende der Woche wieder einen anderen Hood-Artikel. Diese Woche ganz normal. Dementsprechend, denke ich mal, werden da dann nochmal genauere Infos gedroppt, was wir unter diesem Takeover-Event uns vorstellen können. Aber ich dachte, wir gehen trotzdem mal ein bisschen auf das Gameplay ein und versuchen uns das ein bisschen zusammenzureimen, was dabei rauskommen könnte. Und wie ihr euch vielleicht erinnert, es gab einen kleinen Leak, der vermutet hätte, Speedcross kommt wieder zurück. Speedcross war ja der Modus, der bei Payback drin war. Fand ich persönlich sehr cool. Das war ja dieser Modus, wo man ja Punkte sammeln musste. In Driftzonen, in Sprungzonen, in Zerstörungszonen, bla bla bla. Und da wurde ja vermutet, das wird zurückkommen. Und was soll ich euch sagen? Das wird natürlich nicht Speedcross heißen. Also ich vermute jetzt sehr, sehr stark, dass wir keinen Speedcross-Modus haben, sondern Speedcross ist Takeover. Das ist Speedcross einfach nur, ich sag mal, verbessert. Weil vorher bei Speedcross in den Events bei Need for Speed Payback hattest du eben, wie gesagt, bestimmte Zonen, in denen du bestimmte Aktivitäten abziehen musst. Zum Beispiel hast du Driftzone, da hast du Driftpunkte gesammelt, zack, Zone abgeschlossen. Und das wird bei Takeover ein bisschen mehr gemischt. Du hast nicht verschiedene Zonen, sondern die ganze Rennstrecke ist deine Zone, in dem du deine Punkte am Laufen halten möchtest. Ja, das Ganze läuft so ab, du gehst erstmal in dieses Event rein, hast drei Gegner, zumindest vermutlich ich mal, die gegen die du antreten musst, die fahren nicht währenddessen auf der Strecke, sondern die haben schon vorher Highscores gesetzt. Du hast oben links eben in der Ecke die Anzeige, wie viele Punkte die Gegner schon gesammelt haben. Und diese Highscores musst du ja dafür sammeln, um eben Dritter, Zweiter oder eben am besten Erster zu werden. Und dafür hast du in diesem Strecken zwei, drei Runden jeweils Zeit, um eben diesen Highscore zu knacken. Und dafür gibt es dann mehrere Möglichkeiten, wie man diese Punkte denn sammeln kann. Das ist ähnlich dann eben wie bei Speedcross. Man kann driften, man kann springen, man kann Sachen zerstören, man kann boosten. Was haben wir noch? Irgendwas noch? Checkpoints geben auch nochmal Punkte. Ich schätze mal, umso schneller du zwischen den verschiedenen Checkpoints durchkommst, wirst du da auch noch mehr Punkte bekommen. Also umso schneller du Checkpoints abschließt, umso besser ist es. So einen ähnlichen Modus gab es ja bei den Checkpoints mal bei Need for Speed Pro Street war es, wo man dann eben, ich weiß leider nicht mehr, wie der Modus heißt, wo man dann eben zwischen den Checkpoints eben Zeiten abfahren sollte. Umso schneller du zwischen die Checkpoints dazwischen warst, umso mehr Punkte hast du bekommen und bla bla bla, Highscore, dies, das, wisst ihr wahrscheinlich. Sowas ähnlich ist hier auch beim Need for Speed Takeover Event mit drin. Wie gesagt, im Gegensatz zu Payback ist das eben nicht in Sektoren geteilt, sondern ihr habt die ganze Strecke dafür Platz. Ihr könnt hier driften, dann kannst du da was zerstören, du könntest hier aber auch noch springen, du könntest hier boosten und wichtig ist, und darum dann eben die meisten Punkte zu sammeln, ist, sein Combo hochzuhalten. Umso mehr du an Sachen aneinander koppelst, zum Beispiel driftest, währenddessen was zerstörst, vielleicht noch ein bisschen boostest dabei, umso höher geht dein Multiplikator. Höherer Multiplikator heißt natürlich viel mehr Punkte. Also du versuchst natürlich über diese zwei, drei Runden deinen Multiplikator, bzw. dein Combo möglichst hochzuhalten, um möglichst viele Punkte zu sammeln, um dann eben am Ende die Gegner zu schlagen. Ich persönlich, wie gesagt, habe ja gesagt, ich bin nicht negativ darauf, wenn zum Beispiel eben Speedcross wieder reinkommt, weil ich Speedcross bei Payback sehr, sehr geil fand. Ich fand den Spielmodus cool. Wie gesagt, ich hoffe, Drift Drag ist trotzdem drin. Ich habe mal langsam das Gefühl nicht, aber ich sag mal so, das hätte ich lieber als jetzt das hier. Aber wie gesagt, ich fand Speedcross cool und ich muss sagen, wenn ich jetzt Takeover sehe und das hoffentlich richtig zusammengereimt habe, wie gesagt, es gibt noch keine Infos, finde ich, das ist es halt ein cooleres Speedcross. Es ist ein sehr, sehr cooler Fun-Modi, den man neben normalen Rennfahren und eben dem normalen mit sich Kopf kloppen halt wunderschön machen kann. Und ich finde, mit der Komponente, dass es halt nicht in Sektoren eingeteilt ist, sondern du auf der ganzen Strecke machen kannst, wie du meinst, dein Kombo hochzuhaben, finde ich es von der Mechanik, glaube ich, noch ein bisschen geiler. Das war natürlich, vorher war das natürlich schön sortiert, ne? Hier fährst du driftet, da springst du ein bisschen, hier machst du ein bisschen was kaputt und hier ist halt wirklich so. Ich denke mal, das wird halt pro, umso öfter du dieselbe Strecke, umso selber das öfter du dasselbe Takeover-Event fährst, umso mehr kommst du natürlich rein, wo du wie Punkte sammeln kannst, um am besten einen höheren Highscore zu haben. Ich denke mal, das ist dann auch so eine Sache, die man schön im Multiplayer zocken kann. Ne? Also ich glaube, da wird das, denke ich, auch eine gute Multiplayer-Komponente mit Rangliste oder irgendwie sowas haben, weil natürlich du siehst, was deine Freunde in diesem Event an Punkten gesammelt haben. Und das natürlich vielleicht ein guter Anreiz sein sollte, um das Ganze natürlich besser zu haben. Aber wie gesagt, hier hast du natürlich mehr Freiheit, wie du deine Punkte zusammenhast und wie du dein Combo hochhalten willst oder wie hoch du dein Combo jagst und da ist natürlich die Variabilität ein bisschen höher. Und deswegen könnte das Event durchaus Bock machen. Also persönlich, so vom Grund-Gameplay, von der Grundidee, finde ich dieses Event sehr, sehr nice. Das ist, wie gesagt, nur Speedcross in cooler. Und why not? Finde ich persönlich nicht schlecht. Dementsprechend, das ist schon mal sehr nice. Und wie gesagt, das ganze Event wird halt vom netten ASAP Rocky geleitet. Der ist halt der Takeover-Chef, der kümmert sich um den Style, dass du da richtig ablieferst. Und das könnte durchaus Laune machen. Also ich glaube, das könnte sehr spielerisch viel Laune machen. Man muss ja sagen, das Gameplay ist natürlich auch unter anderem sehr attraktiv, gut anzuschauen, weil natürlich ein Scooby-Doo darin fährt. Es fährt ein Subaru im Gameplay mit. Und damit ist es das beste Gameplay, was wir bisher gesehen haben. Man muss sagen, Tuning-Technisch sieht man in den Subaru nichts Besonderes bisher. Und auch Tuning-Technisch ist es halt das 0815 Subaru-Design. Also
Also, es sind nicht die Sterne drauf. Ich weiß, was ihr meint. Es ist nicht das 5x5-Design daran angelehnt. Oder das Subaru-Logo, bla bla bla. Sondern es ist halt einfach natürlich, es sind die Tribals drauf. Aber die sind halt gelb auf blau. Also, Magic Dynamic in Subaru bauen hättest du nicht machen können. Ich muss sagen, ich fand der Subaru bei Need for Speed Heat in den Trailern und Screenshots ein bisschen cooler, muss ich sagen. Da war ein bisschen cooler Design, weil das jetzt hier halt so ein 0815 Subaru-Design. Ne? Davon gibt's ein paar. Da braucht man nicht noch mehr von. Ich sag, wie es ist. Wir sehen aber unter anderem auch den D30 im Gameplay, den man auf bestimmten Screenshots schon gesehen hat. Das war dann anscheinend schon Ausschnitte aus dem wunderbaren Takeover-Event, wo sie die Screenshots von getaked haben von diesem Kollegen. Den sieht man hier auch schon am Rumskidden. Was ich ja noch nicht so ganz verstanden habe in der Mechanik, es gibt halt diese Sache mit tagsüber üben. Und dann nachts Rennen fahren. Da kann ich euch noch nicht sagen, inwiefern das ist. Anscheinend kannst du wohl, denke ich mal, tagsüber die Events für Takeover üben und die richtigen Takeover-Events, würde ich sagen, laufen dann in der Nacht ab. Und da gibt es dann die großen Preise und vielleicht Autos zu gewinnen oder so. Sowas würde ich vielleicht vermuten, dass die normalen Events halt tagsüber sind, also beziehungsweise Üb-Events, wo du einfach ein bisschen Takeover üben kannst, die Strecke. Und wenn du dann halt nachts zu diesem Event kommst, musst du halt direkt abliefern. Also ich kann mir vorstellen, dass du tagsüber so viele Runs wie möglich Bock hast machen kannst. Und wenn du dann sagst, okay, ich bin bereit, gehst du in der Nacht zu diesem Takeover mit Ace Bocky und musst dann halt direkt abliefern. Das könnte ich mir so vorstellen, das würde ich jetzt daraus deuten, dass tagsüber halt, wie gesagt, einfach mach, wie du lustig bist und nachts musst halt on point sitzen und du musst die Strecke üben. Wie ich ja meinte, wird es bei den meisten Strecken auch eh Sinn machen, die mehrfach zu fahren, damit du erstmal den Ablauf kennst, also den Streckenverlauf kennst, weißt, wo Objekte stehen und für eine Highscore-Jagd natürlich schon relativ wichtig. Wichtig, dass du nachvollziehen kannst, wo kann ich wie Punkte sammeln, ne? Damit du zum Beispiel auch dein Boosting in der falschen Stelle setzt und. Dementsprechend, das kann schon sehr taktisch werden. Wie gesagt, ich persönlich habe Bock auf den Event-Typ. Den finde ich optisch, ich finde cool, sieht cool aus, sieht spielerisch nice aus, dürfte auf jeden Fall Spaß machen. Wie gesagt, ich fand Speedcross cool, also alles fein. Ich habe gegen den Modus jetzt überhaupt nichts einzuwenden. Ich hoffe halt, wir gehen nur, dass so auch Klassiker wie Drift und Drag trotzdem drin sind und die nicht rausgeflogen sind. Oder dass Drag überhaupt mal zurückkommt und Drift hoffentlich drin geblieben ist. Ich habe mal mittlerweile das Gefühl, dass es nicht so der Fall ist. Aber wie gesagt, alles cool. So viel eigentlich erstmal dazu, was man jetzt so gesehen hat. Wie gesagt, mehr gibt es dazu nicht. Wie gesagt, Ende der Woche kommt ja, denke ich mal, dann noch der andere Hood-Artikel, der uns noch ein bisschen dazu aufklären wird, was es da noch zu wissen gibt. Vielleicht habe ich ja irgendwas falsch gedeutet oder irgendwas noch fehlt. Oder ich liege 100% richtig, was natürlich absolut sein kann, wenn man ehrlich ist. Dementsprechend, ich finde schon mal gut, dass der OP-Porsche, der RSR, nicht im Rahmen eines Rennens gezeigt worden ist, sondern im Rahmen eines Takeover-Events. Und da kann er OP sein, wie er lustig ist, mit Bums egal. Solange die halt nicht wieder irgendwelche Highscore-Rankings komplett zerberstet, mal abwarten. Also ich glaube, am RSR wird man am Ende sehr gut sehen, wie sehr die Fahrphysik geändert worden ist. Wenn der nämlich immer noch komplett OP mit dem Regera zusammen ist, dann weißt du, was Sache ist. Dann weißt du, was im Hintergrund Sache ist. Wollte ich nur kurz gedeutet haben. Aber so viel auf jeden Fall zu diesem kleinen Video. Ich packe euch den Link natürlich zu unten rein. Könnt ihr euch dann gerne auch mal auschecken, mal kurz einen wunderbar anschauen. Dieser Gameplay sieht auf jeden Fall sehr unterhaltsam aus. Dass die Autos da jetzt driften, würde ich jetzt natürlich jetzt nicht negativ sehen, weil darum geht es in dem Event. Wenn die Autos nicht querfahren, kriegst du kein Combo. Also da würde ich jetzt nichts mit Break-to-Drift oder irgendwas sehen. Wie gesagt, das ist ja eh nicht mehr aktiv im Spiel vorhanden. Break-to-Drift und Gas-to-Drift ist ja deaktivierbar. Beides dementsprechend. Aber mal abwarten. Ich würde auf jeden Fall raus, wenn es euch im Video gefallen hat. Lasst uns ganz gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann und tschüss. Tschü. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to top it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that.